Claudia Schmitz und Markus Lüthi darf ich jetzt begrüßen. Herzlich willkommen. Kommt auf die Bühne, das ist euer Applaus zum Warmwerden. Ich wollte gerade schon sagen, entweder alle oder keiner, wir wollen kein Mitleid, aber Sie haben das gut hingekriegt. Vielen Dank dafür. Ist an, einfach einsprechen. Hallo. Ja, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Claudia hin? Da. Ja, ich bin auch da. Hackst du gerade unseren Bildschirm? Genau. Ihr entführt uns nach Australien. Warum müssen wir Australien unbedingt mit dem Wohnwagen oder dem Camper machen? Ganz einfach. Australien ist ein riesengroßes Land und es lohnt sich, das Zuhause immer dabei zu haben. Und ja, man kann dort sein, wo man will. Man muss nicht ein Hotel suchen, packen und so weiter. Und ja. Wohin entführt ihr uns? Australien, ihr habt es ja selber gesagt, ist groß. Wir können wahrscheinlich nicht ganz Australien in aller Gänze bereisen. Nein. Ihr habt ein paar Highlights ausgesucht? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man ganz Australien... Nimm das Mikrofon ein bisschen näher an den Mund. Mehr an den Mund. Ja, genau. Quasi reinbeißen. Alles klar. Australien ist ein großes Land, wie Sie schon gesagt haben. Wenn man das ganze Land bereisen wollte, dann müsste man wahrscheinlich mindestens ein Jahr einplanen. Wir haben 3 verschiedene Touren für Sie ausgesucht, die so ein bisschen einen Geschmack geben für das, was man für die Vielfältigkeit, was man in Australien sehen kann. Und je nach Interesse gibt es da auf jeden Fall für jeden was dabei. Und Australien hat noch mehr zu bieten als Kängurus. So viel darf ich schon mal versprechen. Absolut, auf jeden Fall. Ihnen viel Vergnügen, meine Damen und Herren, euch beiden gutes Gelingen. Vielen Dank, Alex, und good day und guten Tag. Herzlich willkommen. Wir beginnen unsere Präsentation mit einem kurzen Video, wo wir Ihnen einfach ein paar Highlights präsentieren von Australien. Das Video ist kurz unter 2 Minuten und let's go. Gut, jetzt bin ich etwas nervös, weil mein Chef ist soeben auch angekommen und sitzt im Publikum. Hello. Zuallererst, Australien ist ein riesengroßes Land. Wir haben Europa und Australien übereinander gelegt, um die Größe zu zeigen. Und Australien ist ungefähr 21,5 Mal so groß wie Deutschland. Das muss man sich bewusst sein, wenn man eine Reise plant. Wenn man, wir hatten vorher jemanden am Stand, der gefragt hat, kann ich in 2 Wochen ums ganze Land rumfahren? Das funktioniert nicht. Aber darum zeigen wir Ihnen ein paar Optionen. Wir empfehlen auch eine App zur Planung Ihrer Reise, wo man eben dann auch ein bisschen sieht über die Distanzen, wie weit es ist von A nach B und wo man Informationen bekommt über die Vermietstationen und so weiter.
Ja, wie mein Kollege schon gerade gesagt hat, Australien ist ein riesiges Land und dementsprechend gibt es auch verschiedene Klimazonen, also von tropisch im Norden bis zur Wüste ist alles dabei. Also das hat Vorteile natürlich, für, je nachdem, welches Klima einem persönlich am besten gefällt, kann man eben dann entscheiden, wo man hin möchte. Also für mich persönlich, ich mag es eher so ein bisschen gemäßigt. Also wir sind auch aus Melbourne, ja, und wir leben auch noch. Wir haben den Lockdown überlebt. also für mich ist eher so die gemäßigte Zone im Süden so mein präferiertes Gebiet. Was die Klimazone, also zusammenhängt mit den Klimazonen, ist natürlich, hängt das dann zusammen, was sind ideale Reisezeiten. Es kommt drauf an. Also je nachdem, wo Sie hinwollen, gibt es unterschiedliche Monate, die am besten wären. Im Süden, was wie gesagt meine präferierte Zone ist, sind die australischen Sommermonate die besten. Also das wären dann die europäischen Wintermonate. Aber wenn Sie eher so im Norden, wenn Sie es gerne so ein bisschen tropisch haben, das sind dann eher so zwischen März und November. Im Großen und Ganzen ist der Vorteil, dadurch, dass es so viele Klimazonen gibt und entsprechend auch verschiedene Reisezeiten. Australien ist ein ganzjähriges Reiseland, also sprich, je nachdem, wann man eben Urlaub hat oder eine Auszeit nimmt, kann man dann eben gucken, okay, wo ist es am besten, dass man dann Australien bereist. Australien, für die Einreise brauchen Sie ein Visum. Für gewöhnlich ist ein Touristenvisum das Beste, das Einfachste. Mit diesem Visum können Sie bis zu 3 Monaten in Australien reisen. Das müssen Sie vor Einreise online beantragen und das muss auch abgesegnet sein, bevor Sie die Reise antreten. Normalerweise ist es ein Prozess, der, also wenn Sie das online ausfüllen, das ist, geht normalerweise sehr schnell, dass Sie das dann bekommen. Und dann haben, das ist nicht irgendwie ein Stempel im Visum, das bekommen Sie dann eine E-Mail vom Department of Home Affairs, also vom australischen Innenministerium. Und das ist dann alles elektronisch. Also da müssen Sie dann auch nichts vorzeigen bei der Einreise. Das ist dann hinterlegt mit Ihrem Pass. Informationen, also wo man das beantragt, wie gesagt, online ist die einfachste Variante, wenn Sie auf die Homepage vom Department of Home Affairs gehen. Sie können das auch über die australische Botschaft machen. Genau. Eine andere Variante ist, ein bisschen mehr Zeit in die Hand zu nehmen und dann eben ein Working Holiday Megavisum sich zu besorgen. Da gibt es ein paar Bedingungen, die zu erfüllen sind. Also es ist eher so für Leute ein bisschen jünger, zwischen 18 und 30 Jahren. Der Vorteil ist, dass Sie dann mit diesem Visum nicht nur das Land bereisen können, sondern Sie können auch vor Ort arbeiten. Sprich, Sie können sich die Reise vor Ort finanzieren. Normalerweise ist das Visum 1 Jahr gültig. Es gibt da noch eine Option, das zu verlängern für ein zweites Jahr. Da muss man dann bestimmte Bedingungen während des ersten Jahres erfüllen. Es gibt dann, also auf australia.com gibt es Informationen, wo Sie da weitere Details lesen können. Gut, Australien und viele andere Länder haben die letzten 2,5, 3 Jahre unter Corona gelitten. Australien war lange für Tourismus geschlossen. Und auch wir Australier durften das Land nicht mehr verlassen. Seit dem Juli diesen Jahres ist Australien komplett offen. Es gibt keine Einschränkungen, es gibt keine Impfpflicht mehr, es gibt keine Quarantäne oder irgendetwas. Australien ist offen, Australien ist bereit, Sie zu begrüßen und Ihnen die Reise und das Erlebnis Australien zu ermöglichen. Natürlich ist es wichtig, dass man sich immer noch informiert über Bedingungen. Ähnlich wie in Deutschland, auch in Australien, wenn man im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss man eine Maske tragen.
und ein paar andere Orte wie Spitäler, Ärzte und so weiter. Die Miete in Australien für einen Camper, wir sind gleich da hinten am Stand B08. Wir haben einen Maui-Camper ausgestellt da und alle Camper bis 3,5 Tonnen brauchen keinen speziellen Fahrausweis, sondern sie können einfach ihren normalen Führerschein mitbringen. Sie brauchen einen internationalen Führerschein oder eine beglaubigte englische Übersetzung. Wichtig in Australien, wir fahren auf der linken Seite. Im Normalfall braucht es ein paar Stunden oder auch weniger, um sich daran zu gewöhnen. Im Normalfall absolut kein Problem. Es lohnt sich aber und es wird empfohlen, dass Sie den Camper nicht an dem Tag übernehmen, an dem Tag, dass Sie, wenn Sie ankommen, sondern dass Sie eine Nacht in einem Hotel sind und den Camper erst danach übernehmen, weil es ist eine lange Reise. Es gelten unterschiedliche Alkohollimiten in den Staaten. Im Normalfall sind es 0,05%, was den 0,5 Promille in Deutschland entsprechen würde. Grundsätzlich die Empfehlung, wer fährt, trinkt nicht. Und die Straßen in Australien sind weitgehend gut ausgebaut. Es gibt Gebiete, wo die Straßen vor allem für Offroad 4x4 möglich sind. Aber die meisten Straßen sind sehr gut befahrbar mit einem Camper. Wir haben eine kleine Quizfrage für Sie alle. Und wenn Sie die Antwort zum Quiz wissen, rufen Sie es einfach. Und die erste Person, die die Antwort richtig hat, bekommt ein kleines Känguru zur Erinnerung und als Vorbereitung für, wenn Sie dann nach Australien kommen. Okay, aufgepasst, hier kommt die Frage. Was ist die Hauptstadt Australiens? Bravo! Gut, für die, die es nicht gehört haben, Canberra ist die Hauptstadt, auch wenn viele Leute immer meinen, dass Sydney die Hauptstadt wäre. Wir natürlich würden sagen Melbourne, aber das ist eine andere Sache. Nun gebe ich zurück zu Claudia für die erste Reiseroute. Oh, Canberra, yes. Danke. Ja, im Folgenden haben wir drei Beispiele von Roadtrips für Sie herausgesucht und werden die vorstellen. Sie sind sehr unterschiedlich, das werden Sie gleich sehen, von der Länge her, von den Sehenswürdigkeiten, die Sie auf der Route sehen können. Wir wollen einfach Ihnen so ein bisschen zeigen, ja, es ist ein großes Land, es gibt viel zu sehen, es ist für jeden was dabei, je nachdem, was man für Interessen hat. Die Route, die ich Ihnen vorstelle, führt durch das Center von Australien von Darwin nach Adelaide oder andersrum, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Diese Route ist eher länger, also man kann natürlich immer länger gehen, aber so ungefähr zwei Wochen, also mindestens zwei Wochen bis zu drei Wochen würde man dafür schon brauchen, um das auch gemütlich und wie sagt man, genießen zu können. Auf der Route gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten bzw. Aktivitäten, die man machen kann. Wir haben da so ein paar Beispielfotos für Sie mitgebracht, einfach um zu zeigen, was Sie da sehen können. Zum einen natürlich unglaubliche Natur, also wenn wir jetzt anfangen im Norden, der Kakadu National Park, unheimlich viele Wasserfälle, unheimliche Weiten, also es ist beeindruckend dort, einfach nur die gewaltigen Natur zu sehen. Aber nicht nur die Natur, es gibt dort auch sehr viel Felsenkunst, also von den Aborigines. Die Aborigine-Kultur ist mehr als 60.000 Jahre alt,
Es ist beeindruckend und man kann eben dort auch solche Felsenkunst bewundern. Aber nicht nur kulturmäßig ist da viel zu sehen im Kakadu National Park. Man kann auch es gibt auch Krokodile dort. Man sollte natürlich nicht zu nah an die Krokodile rangehen, immer mit gebührigem Abstand zu betrachten. Also man sagt so ungefähr so lang wie das Krokodil ist, sollte man mindestens Abstand halten, weil eben diese Tiere, auch wenn sie so aussehen, als wenn sie nur im Wasser so vor sich hin dümpeln, die können, wenn sie wollen, doch auch sehr weit springen. Also, aber sehr beeindruckend. Also ich habe da eine Bootstour gemacht und wenn dann das Krokodil vor ihnen daher schwimmt, also das ist schon eine Sache. Ja, von der Tierwelt wieder zurück, also naturmäßig, wenn man dann weiterfährt in den Süden, Catherine Gorge, nochmal ein Nationalpark, bisschen anders, aber auch unglaublich schön. Wenn man dann weiterfährt ins Zentrum runter, Alice Springs, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ganz andere Szenerie, als wenn Sie dran denken, also der rote Sand, den man so aus Bildern kennt, im Zentrum von Australien, ganz anders, aber wunderschön. Also als ich dort war, ich habe unter dem Sternenhimmel im Swag, heißt das auf Australisch, das ist so, wie so ein Schlafsack mit einem Zelt, so eine Kombination und dann unter dem Sternenhimmel die Nacht verbringen, also Wahnsinn. Das ist, ja, wie Sie sehen, ich habe das vor 3 Jahren gemacht, mir ist das immer noch sehr stark in Erinnerung. Eine Sache, die ich auch gemacht habe mit dem Heißluftballon, einfach mal die Sache von oben betrachten und dann im Morgengrauen den Sonnenaufgang betrachten. Und dann sehen Sie die Kängurus, wie sie auf dem Boden rumhüpfen. Also ist eine einmalige Sache, auf jeden Fall. Dann natürlich Uluru. Der, je nachdem, ob man am Morgen, mittags oder abends dort vor Ort ist, ganz unterschiedliche Farben, in unterschiedlichen Farben sich präsentiert. Man kann den Berg nicht mehr besteigen, seit letztem Jahr, glaube ich. Aber ist auch gar nicht nötig. Es gibt einen Rundweg um den Berg herum, wo man auch Felsenkunst betrachten kann. Wenn man mit einem Guide geht, der kann einem dann so ein bisschen so von dem Dreamtime-Geschichten erzählen. Das ist das reicht vollkommen. Da braucht man nicht auf den Berg hochlaufen. Ganz in der Nähe und auch Teil dieses Uluru Gatatuta National Parks sind dann die Gatatutas. Ähnlich, aber doch wieder ganz anders. Und dann der dritte im Bund ist der Kings Canyon. Wo man, steigt den Berg hoch, kann dann oben drumherum laufen und dann am Schluss wieder runter. Ist eine ganz andere Atmosphäre, aber auch sehr, sehr beeindruckend. Wenn man sehr viel Glück hat, kann man dieses putzige Tierchen finden, der Thorny Devil. Man sieht ihn nicht oft, aber wenn man ihn sieht, dann ist das. Also man muss gute Augen haben, weil er eben sehr gut getarnt ist. Aber auch ein Tier, das man jetzt nicht überall findet. Dann, wenn man weiterfährt in Richtung Süden, Richtung Adelaide auf der Tour, kommt man bei Cooper Pedy vorbei. Cooper Pedy ist bekannt für die Opale. Es gibt dort, also es ist die Opalminenstadt der Welt. Und ein Fun Fact am Rande, die Bewohner in Cooper Pedy leben unter der Erde. Und das kann man auch selbst erleben. Es gibt da ein Motel, wo man eine Nacht verbringen kann, um auch mal das Feeling zu bekommen, wie das so ist, unter der Erde zu schlafen. Dann weiter Richtung Adelaide kommt nochmal ein Nationalpark, der Ikara Flinders Range. National Park, auch sehr schön, was Natur angeht, aber sehr anders als jetzt
wenn man im Zentrum von Australien ist, beziehungsweise im Norden. Und dann sehr nah an Adelaide ist das Barossa Valley, das nicht nur ist nicht nur eines der bekanntesten Weinregionen in Australien, es hat auch sehr gutes Essen. Und dann Victor Harbour, ungefähr 90 Minuten von Adelaide entfernt. Wenn man in der Wahlsaison von Juni bis September dort ist, hat man auch eine große Chance, um da die Buckelwale zu sehen, die dort vorbeiziehen. Danke, Claudia. Nach Northern Territory und Südaustralien gehen wir jetzt ein bisschen nach Queensland. Ich sehe auch zwei meiner Kollegen aus Queensland im Publikum, die sich sicher freuen, dass ich über Queensland spreche jetzt. Queensland, Riffe, Regenwälder, Strände, aber auch das goldene Outback und natürlich tropisches Klima. Das Great Barrier Reef, sicher eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Queensland. Cairns, eine wunderbare Stadt in Queensland, die definitiv ein Besuch wert ist. Auch der Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef. Mission Beach, ein Beispiel für einen wunderschönen Strand. Und der Daintree Regenwald, wo man die verschiedenen Ebenen des Regenwaldes wunderbar erkunden kann. Und auch die Tierwelt in Queensland, als Beispiel hier der Kookaburra oder in Deutsch der lachende Hans. Nach dem tropischen Klima gehen wir ins etwas mehr gemäßigte Klima. Wir gehen in den Süden, wir gehen nach Tasmanien. Ich habe eine Gourmet-Tour ausgesucht hier. Australien generell und auch speziell Tasmanien sind sehr bekannt für kulinarische Köstlichkeiten. Auch wenn wir mehr über Essen sprechen in dieser Tour, der tasmanische Teufel, definitiv ein Markenzeichen für Tasmanien. Natur, Lavendelfelder, es gibt aber auch wunderschöne Buchten, wunderschöne Berge, sehr viele Naturschönheiten, die es gibt zu bewundern. Tasmanien hat sehr viel Bier zu bieten, Brauereien für Bier. Tasmanien ist sehr bekannt für Whisky-Distillerien. Es gibt einen Whisky-Trail in Tasmanien, wo man eigentlich von einer Distillerie zur nächsten fahren kann. Wir empfehlen definitiv aber, dass eine Person nicht trinkt, dass jemand nüchtern ist und jemand fahren kann. Dann Essen, sehr viel Seafood, frische Zutaten, frisches Essen. Liebe geht durch den Magen und meine Liebe für Tasmanien als Destination ist definitiv auch mit dem Essen verbunden. Gut. Alles klar. Wir kommen zur nächsten Quizfrage. Das waren die drei Touren, die wir Ihnen vorstellen wollten. Jetzt haben Sie noch mal eine Chance, ein knuddeliges Känguru zu gewinnen. Und die Frage ist, wie viele Bundesstaaten und Territorien hat Australien insgesamt? Nicht alle auf einmal. Die Australier sind ausgeschlossen. Einfach reinschaufen. 8 hatten wir da. Genau. Wunderbar. Das ist New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia und Tasmanien sind die Staaten. Und dann haben wir 2 Territorien, den Northern Territory und Australian Capital Territory. Bravo. Alles klar, als Abschluss zeigen wir Ihnen noch mal ein Video, noch ein bisschen Eindrücke. THL ist der weltweit größte Anbieter von Wohnmobilvermietungen. Und wir als Reisende selbst wissen, dass es einfach keine bessere Art und Weise gibt, die Welt zu erleben, als Augenblicke, Momente und Ziele auf sich zukommen zu lassen.
Wir bringen diese Leidenschaft in alles ein, was wir tun. Gemeinsam Urlaub machen und Erinnerungen schaffen. Mit Standorten auf 5 Kontinenten. Wir sind für Sie da, um Sie mit allem zu versorgen, damit Sie einen unvergesslichen Urlaub planen, buchen und genießen können. Mit über 35 Jahren Erfahrung und den wertvollen Erkenntnissen unserer Kunden versprechen wir die Details, die den Unterschied ausmachen. Dazu gehört, dass wir unsere eigenen Wohnmobile vor Ort entwerfen, bauen und an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Mit den neuesten Innovationen, Funktionen, Technologien und Komfort holen Sie das Beste aus jeder Reise heraus. Unsere Wohnmobile sind von unseren Reisenden inspiriert. Egal, ob Sie ein Paar, eine Gruppe von Freunden oder eine Familie mit Babys, Kindern oder Teenagern sind. Und egal, ob Sie eine lange Rundreise, ein Offroad-Abenteuer oder eine kürzere Strecke bereisen. Wir haben für jede Art und jedes Budget etwas dabei. Hier in Australien bieten wir 3 Marken an. Maui ist durchweg Premium. Mit den neuesten Modellen der Flotte, aktuellen Design-Features und exklusiven Zusatzangeboten, wie unsere beliebten Winery Havens. Britz ist für Abenteuerlustige mit einer großen Auswahl. Perfekt für Familien, Paare, Einzelpersonen oder Gruppen. Inklusive Allradwohnmobile für diejenigen, die wirklich in die Weiten Australiens hinaus wollen. Und Mighty macht alles möglich, indem es die Basics brillant umsetzt. Alle 3 Marken sind in unseren Filialen an den wichtigsten Zugangspunkten im ganzen Land erhältlich. Wenn Sie über unser hochmodernes Buchungssystem buchen, können Sie sich bei jedem Schritt Ihrer Reise auf den hohen Standard an Service und Unterstützung von THL verlassen. Reisende in Australien erwartet hochwertige Wohnmobile, die nach unseren eigenen erstklassigen Hygiene- und Sauberkeitsstandards vorbereitet werden, hilfreiche Tipps zur Vorbereitung auf einen Urlaub mit dem Wohnmobil, ein Einführungsvideo, das Sie sich vor Ihrer Anreise ansehen können, eine herzliche Begrüßung durch unsere Gastgeber, die für alle Fragen zur Verfügung stehen, bevor Sie sich auf den Weg machen, Zugang zu unserer THL Roadtrip App mit einer Reihe von nützlichen Camperhelp-Videos, die Ihnen zeigen, wie Sie die Funktionen Ihres Wohnmobils nutzen können und natürlich unser On-Road-Care-Team, das Ihnen rund um die Uhr auf der Straße weiterhilft. Kurz gesagt, wir geben unseren Kunden das Vertrauen, ihr Wohnmobil wie ein Profi zu steuern. Mit der gleichen Entschlossenheit gestalten wir ein zukunftsfähiges Unternehmen, um den wandelnden Bedürfnissen unserer Reisenden, der Umwelt und der Gemeinschaft nachhaltig gerecht zu werden. Und das jeden Tag. Denn letzten Endes bringt das, was wir tun, die Menschen dazu, die Welt um uns herum so authentisch zu sehen, zu fühlen und zu erleben wie nie zuvor. Gut. Das war es auch schon. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hoffen, wir konnten Sie ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, wir sind gleich da hinten am Stand B08 vertreten. Kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns. Wenn Sie Fragen haben, ich weiß nicht, haben wir Zeit für Fragen jetzt? 2 Minuten haben wir noch. Hat jemand eine Frage? Etwas, das wir jetzt so beantworten können? Eine Frage. Das ist ganz praktisch. Wenn Sie sich einmal hinter die Stuhlreihe stellen, da haben wir ein Mikrofon vorbereitet, dann könnten Sie quasi Ihre Frage mit uns teilen. Ich wollte nachfragen, ob der Standort in Deutschland auch ist oder nur in Australien. Also wie kann man sich an euch wenden oder über die Internetseite nur? Also... Möchtest du? In Deutschland, in Europa, ist die Marke Maui unter einem anderen Namen vertreten. Go something. Go Camper oder so ähnlich. Aber wenn Sie da speziell Informationen brauchen, wir haben einen Kollege von THL am Stand, der Ihnen da auf jeden Fall Informationen geben kann. Auch die Camper können in jedem guten Reisebüro gebucht werden oder die... online auf der THL-Webseite. Auch im Moment, wenn Sie bis Ende September buchen, gibt es ein Spezialangebot, wo Sie 5% Rabatt auf Ihre Buchung bekommen können. Dazu kommen Sie zu uns am Stand. Wir haben einen Flyer mit einem Rabattgutschein dort. Dankeschön. Herzlichen Dank. Claudia und Markus in Australien war noch nie so nah an Düsseldorf. Sie brauchen einfach nur den Gang entlang gehen. Rechts sehen Sie den schönen Camper von euch.
Da gibt es noch mehr Informationen. Euch herzlichen Dank. Das ist euer Applaus. Danke. Danke, vielen Dank. Dankeschön. Danke.